Zum Abschluss dieses schönen Tages. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream, ich möchte, Lesen bildet ja, ich möchte hier kurz nur quasi erklären, warum die AfD so ist, wie sie ist, denn sie hat alles aufgeschrieben in ihrem Wahlprogramm. Guckt man in das Wahlprogramm der AfD Dresden und fragt sich, was steht da drin für Menschen mit wenig oder sehr wenig Geld, da steht da erstmal ein Satz, mehr findet man nicht, aber der Satz heißt: Während Dresden insbesondere in den Plattenbaugebieten über ausreichend preisgünstigen Wohnraum verfügt. Punkt. Das war's. Also das ist alles, was man halt für Leute mit wenig Geld findet. Und wenn man dann zur WED guckt, da steht da der erhellende Satz: Wir werden die WED liquidieren. Steht da wörtlich drin. So. Jetzt wird hier geklatscht, also das ist sozusagen Parteilinie, war und ist in Zukunft. Das heißt also, wer irgendwie vielleicht wenig Geld hat oder sonst wie benachteiligt ist in dieser Gesellschaft und findet da draußen eine AfD-Demo und die sagen einem, oh, die Welt wird schön, weil dieser Sozialismus, der muss wissen und die muss wissen, dass die AfD in ihrem Programm hat, die WED, also die städtische Wohnungsbaugesellschaft, zu liquidieren und sagt, es gibt ja genügend Wohnraum in Prolis, geht doch nach Prolis. So. Und es geht noch weiter, denn wie man dieses Problem angeht für Leute mit wenig Geld, wie man das Problem angeht, steht da: Private Bauprojekte gleich welcher Größe sollen freie Bahn erhalten. Das heißt, wir sollen als Stadtrat nicht mehr B-Pläne irgendwie diskutieren, mit den Investoren verhandeln über Sozialquoten. Nein, alle privaten Bauten gleich welcher Größe, steht da wörtlich drin, sollen freie Bahn erhalten. Das ist marktwirtschaftliches, turbokapitalistisches Arschlochverhalten. Das ist einfach mal, das muss man mal so deutlich sagen, die ärmeren Menschen, die sind ihnen einfach schlicht egal. Das ist schlicht egal. Die etwas mehr Geld haben, ja, sagen, ja, für Familien brauchen wir irgendwas, für Menschen, die ein Eigenheim sich leisten können, brauchen wir Hilfen. Ja, so, ab dem Mittelstand geht das los. Aber für die, die überhaupt kein Geld haben, das ist ihnen völlig egal. Und das wollte ich hier einmal von dieser Bühne aus sagen. Dankeschön.